R-E-W-I-N-S-I-D-E. Ja, Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft Empire. Männer! Sie! In eine Reihe stellen, salutieren! Tobi? Es ist keine Reihe, Blair. Ja, Tobi, ich bin hier. Ich bin der hier. Alles klar, du gehörst scheinbar nicht. Jetzt hör auf. Nee, Leute, Mann, wir führen die Männer, hier. Kommt mal mit. Pass mal auf. Tobi, ich brauche hier unten mal ganz kurz ein paar Eisenblöcke und Kürbisse. Damit die Männer hier unten was zum Üben haben. Ich möchte jetzt gegen diese monströsen Biester, die ich jetzt hier erschaffen werde, kämpfen. Ist das klar? Tobi, geht mal her. Yes. Ihr werdet euch mit eurer Nahkampfwaffe. Sprich mit eurer, ja gut, die Sniper in diesem Fall, also auch, ihr werdet auf jeden Fall jetzt hingehen und diese Dinger hier vernichten, ist das klar? Ja, Sir. Okay, ich möchte das Leitung sehen. Angriff, los, trainieren, los. Schön trainieren, weiter. Mach die Dinger fertig, geht ruhig nah dran. Der Russe auch mit draufschießen, mit der Sniper, immer wieder draufschießen, nehmt euch neue Magazine von oben. Und wenn ich hier wieder runterkomme, möchte ich, dass hier keiner mehr steht, ist das klar? Klar. Sehr gut. Du verpisst dich. Komm, weg mit dir, weg. Ach, verdammt normal, das ist doch nicht normal. Das ist doch scheiße hier, das ist doch alles. So, sehr schön. Erstmal Spaß damit und Tobi und ich gehen jetzt ganz nach oben und kümmern uns um den Rest. So, Tobi, pass mal auf. Die Eisenblöcke können wir gut gebrauchen. Ihr macht jetzt da unten eure Sache weiter, haltet die Schnauze und lasst uns beide arbeiten. Ist das klar? Alles klar. Sehr schön. Tobi, pass mal auf, ich brauche jetzt die ganzen Blöcke, die ich eben angemerkt hatte, für den Gefangenentransporter. Denn Leute, wir werden heute gemeinsam etwas bauen. In diesem Ding werden wir später Petra tatsächlich abführen können. Ich packe mal ganz kurz alles beiseite. Tobi, das Wichtigste ist doch erstmal, dass wir eine Hochsicherheitszelle haben, wo Petra reinkommt, oder? Und ich würde sagen, die muss natürlich aus Eisen und Obsidian sein. Tobi, gib mal Obsidian bitte her. Ich muss alles hier wieder in meinem Rucksack suchen. Moment, hier, bitte. Ja, natürlich, schön. Das dauert wieder Jahre. Kein Problem. Alles gut. So, pass mal auf. Hier schön alles hinpacken. Sehr schön. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. So. Das hier wird die Zelle sein, in der sich später Petra befinden wird. Männer, läuft das da unten noch gut oder nicht? Das läuft. Sehr gut. Sehr schön. Ich weiß zwar nicht, warum ihr mit Bögen trainiert, aber es passt schon irgendwie gut. Tobi, pass mal auf. Ich brauche noch ein wenig von diesen Hardslabs am besten. Obsidian. Welche Hardslabs? Am besten irgendwas Stählernes. Ein Stählerner Hardslab oder sowas. Ich weiß es nicht genau. Irgendetwas in der Richtung. Tobi, hier soll der Glasboden hin wieder. Mach mal hier bitte den Glasboden rein mit den Glasblöcken, damit man noch nach unten rauskauen kann. So, dann würde ich sagen, kommt hier nämlich nochmal die ganze andere technische Sache rein. Männer, das unten läuft immer noch gut, oder das nicht? Das läuft. Alles weg. Braucht ihr weitere Gegner? Wir brauchen Gegner. Wir brauchen Munition. Dann holt euch oben welche, verdammt nochmal. Los, also hier ist der nächste. Zack, viel los, Spaß damit. Holt euch oben Munition und macht sie fertig. Los, ich möchte hier Leistung sehen, ist das klar? Später haben wir noch ein paar Schießübungen, die ich sehen möchte von euch. Ich habe neue Ziele aufgebaut bereits. Und dann muss der Russe den Parcours noch abschließen. Ist das klar, Russe? Klar. Sehr schön. Okay, pass mal auf. Gut, Tobi, ich glaube, das sieht auf jeden Fall schon mal so gar nicht verkehrt aus. Willst du hier so geht dahin machen? Wo meinst du jetzt? Hier, einfach an den Käfig an der Seite, damit er hier nicht raus kann. Ja, finde ich nicht verkehrt. Pass mal auf, dann würde ich die hier einfach noch so hochziehen. Dann machen wir die hier noch dran. So, und er kann ja dann unten durch die Luke einsteigen einfach, ne? Genau. Aber wie kommen wir zu unserem Steuer? Ach, von vorne vielleicht. Dass wir einfach vorne offen lassen, dann sehen wir eh besser. Eben, genau. Weit ausgeschaltet. Gar nicht. Sehr gut. Tobi, gehst du nochmal vielleicht ganz kurz runter und beschäftigst die beiden mal. Das ist, Ja. Ich bräuchte nochmal ein wenig Eisen, Tobi, wenn du für mich hast. Kannst du mir noch was hinlegen, komm, bitte? Ja. Sehr schön. Alles klar, ich brauchte ein wenig. Nicht alles. Okay. Ja, passt schon. Tobi ist kein gewöhnlicher Soldat, ist das klar? Kobi ist Kommandant, ja? Habt ihr gehört? So, Kommandant Tobi. Sehr schön. Ah, ihr habt immer noch. Okay, ihr habt noch nichts. Okay, wartet. Gut. Pass mal auf. Dann würde ich sagen, Tobi, wollen wir die ganzen Sachen mit einer doppelten Wand machen oder brauchen wir das nicht? Weil ich glaube, das ist ja eigentlich schon relativ sicher, oder? Ist alles stabil, ja. Okay, pass mal auf, dann sollte das so hinhauen. Wie gesagt, Leute, es geht hier nicht um die Schönheit, es geht einfach nur darum, dass dieses Ding verdammt nochmal hält und vor allen Dingen Petrit endlich damit weggesperrt werden kann. Es sieht echt aus wie ein Transporter. Das ist genau das, was wir brauchten. Perfekt. Sehr schön. So, dann machen wir hier nochmal einen hin. Wenn dieses Ding steht, Leute, können wir jetzt nämlich dann hinten an die Generatoren dran machen. Das Teil muss natürlich auch wendig und schnell sein. Nicht, wenn uns irgendwann mal jemand verfolgt und das Ding versucht zu sprengen. Das sollte hier auf jeden Fall vermieden werden. Aber ich glaube, da müssen wir jetzt keine Sorgen machen, denn das sieht so bombensicher aus, dass man sich da, glaube ich, echt nicht dran vergreifen sollte. So, schaut mal hier, Pass mal auf. Ich würde sagen, wir machen jetzt einmal Folgendes. Geht jetzt mal hier hin. Hier kommt dann quasi der Ballon dran. Das passt dann soweit schon. Zack, zack. Und dann können wir es nämlich jetzt hier schon mal an die Ballonaufhängung machen. Tobi, hier oben kann ja schon mal der Ballon ran, wie du sehen kannst, ne? Ja, so, mache ich sofort. Dann mache ich hier schon mal das Dach oben drauf und dann passt das soweit alles. Dann können wir nämlich quasi das Ding jetzt schon ab ACTA legen. Wenn das nämlich einmal fertiggestellt ist, dann ist das soweit gut. Ich weiß nicht, kannst du mir vorne noch ein bisschen Glas geben, Tobi? Das wäre nicht verkehrt. Geh mal ganz was her. Männer, läuft da unten noch gut oder was? Ich sehe oben noch einen Gegner. Los, Angriff, verdammt nochmal. Gottes Willen. Tobi? Bein ausgeschaltet. Glas liegt da hier vorne beim Cockpit. Okay, warte mal, muss ich mal gucken, ob ich da hinkomme. Alter, so. Alles klar, sehr schön. So, dann bauen wir nämlich hier vorne nochmal das Cockpit fertig, Leute.
Und dann haben wir diesen Gefangenentransport, aus dem Patrick definitiv nicht raus kann. Also ich glaube, das sollte mit einer Wahrscheinlichkeit von, Tobi, wenn wir ganz kurz überschlagen, wahrscheinlich 95%. 100 ja, oder 95. Ich glaube, also 100 ist immer ist nie sicher, aber ja, ich denke... Aber man kann auf jeden Fall davon ausgehen, dass... Männer, was macht ihr hier? Ah. Wo hast du die Minigun her, Schmocki? Ich hab keine P90 mehr. Und dann hast du dir einfach die Minigun genommen. Bist du dafür autorisiert oder was? Das ist die Waffe des Generals von mir! Okay, ich tu sie zurück. Runtergehen, Bahnen schwimmen, los! Bahnen schwimmen! Bahnen schwimmen? Hier rein ins Wasser, Bahnen schwimmen! Bahnen schwimmen, los! Bahnen schwimmen, verdammt nochmal, los! So, wo ist der andere? Russe! Ich mach den Parcours. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich möchte, dass du es schaffst, das ist klar. Ich möchte hier eine Einzelleistung sehen, es wird weiter trainiert. Schmocki, du machst weiter das Bahnschwimmen, der Russe macht den Parcours. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und unser Luftschiff hier nimmt hier gerade prächtige Formen an. Gottes Willen, das Ding wird so unglaublich gut funktionieren. Tobi, es wäre schön, wenn wir das Ganze noch symmetrisch hinbekommen, was? Ja, ja, mach ich gerade. Kriegst du das wirklich hin, Tobi? Okay. Ich kümmere mich hier vorne weiter um den Russen. Russe, wo bist du? Ich hab den Parcours geschafft, Sir. Sehr gut, das möchte ich mir jetzt mal ansehen. Kriegst du einen Durchgang hin, ohne dass du hinfällst? Ich versuch's, ich gebe mein Bestes. Warte ganz kurz, um dich ein wenig anzuheitern. Oder beziehungsweise um dich ein wenig zu motivieren. Habe ich mir eine Waffe genommen und wenn du runterfällst, passiert das, ist das klar? Okay, Sir, das bin los, ich gewohnt. Rein, los, auf geht's, Parcours ablaufen. Los, hoch, nach oben, um die Ecke und nach weiter, und durchs Fenster. Oh Gott. Und nochmal, Russe, wir kriegen das jetzt hin. Weiter nach oben. Oh nein. Und nochmal. Die Treppe hoch, los, Russe, los, komm. Von vorne wieder anfangen, ganz ordentlich. Alles wie läuft beim Bahnschwimmen, Schmocki? Es ist ziemlich langweilig. Gut, rauskommen. Oh nein. Nochmal, los! Los! Es ist nicht leicht, wenn sie auf mich schießen, Sir. Weiter. Um die Ecke, nach oben. Und nach oben. Und jetzt um die Ecke rum. So schwer ist das doch nicht, Russe. Los, weiter. Auf die Leiter, um die Ecke. Auf die Leiter, sagte ich. Auf die Leiter, verdammt nochmal! Oh nein. Oh, Gottes Willen. Schmocki! Lad schon mal deine Bazooka durch, wir machen weitere Zielübungen. Tobi, du kümmerst dich gerade um das Luftschiff, ist das richtig? Ja, richtig. Sehr gut, sehr gut. Russe, was ist denn mit dir los, verdammt nochmal? Das kann doch nicht wahr sein. Dein Bein ist schief. Tobi, wieso haben wir so eine Person nicht ausgemustert? Naja, der habe ich gar nicht gesehen, aber... Das sieht man doch, dass dein Bein schief ist. Jetzt hier um die Ecke, Russe. Hoch da, los. Weiter. Nein. Verdammt nochmal, weiter, Russe, los. So schwer ist das doch nicht. Schmocki, bring dich schon mal in Position, ich kümmere mich gleich um dich, wenn der Typ hier fertig ist. Oh, eine Bazooka. Ja, die hat Tobi alle in seinem Rucksack, was weiß ich. Los, Russe, komm, beeil dich. Gottes Willen. Schmocki. Ja? Was ist mit deinem Kameraden los? Warum ist er so verdammt schlecht? Ich habe keine Ahnung. Er ist Russe. Das bedeutet noch lange nichts. Ich habe Russen gesehen, die haben deutlich besser gekämpft als alles andere. Los! Vielleicht trinkt er. Ich glaube. Warte. Juri! Ja, Sir. Hast du ein Problem mit Alkohol? Ich hatte mal, Sir. Und jetzt? Wenn sie mich weiter unter Druck setzen, passiert das wieder, Sir. Gott, Russe, hör auf, den Parcours zu machen, das hat keinen Zweck. Komm, wir machen Schießübungen. Los, kommt hier rüber. Tobi, wenn du ganz kurz die Bazookas hast, ich glaube, das Schiff sieht dir schon mal soweit ganz gut aus. Ja, wir brauchen noch ein paar mehr Ballons, aber okay. Tobi, hast du ganz kurz die Generatoren vielleicht noch für mich? Habe ich schon eingebaut. Ah, sehr schön, sehr schön, Tobi. Fortschrittlich. Ich brauche hier noch Munition, Tobi. Ist eigentlich alles unten mit dir? Warte. Ich habe nicht so viel Munition bekommen, aber das passt soweit. Okay. Los, herkommen. Pass mal auf, ich zeige euch jetzt noch ein einziges Mal, wie das funktioniert, ja? Also, ihr seht das hier. Anvisieren, nimm die Arme runter, Russe. Das bin ich nicht, Sir. Verdammt nochmal, ihr seht so gleich aus mit eurer Rüstung. Anvisieren, gut drüber schießen, Feuer! Gut. Sir, der war aber daneben. Bitte? Der war daneben. Der war was? Sir, der war drauf. Was war der? Schau mal. Was ist mit dem? Sir, der war... Ihr habt das Prinzip verstanden, oder? Ja, Sir. Nehmt euch hier die Bazookas und jetzt schießen wir diese kompletten Dinge ab. Ich muss selber noch ein bisschen trainieren, wie ihr vielleicht sehen könnt. Los, teilt sie euch auf, los. Nehmt euch reichlich. Tobi, wir brauchen noch weitere Raketen. Okay, anvisieren und Feuer! Was zum Teufel machst du da, Russe? Du hast eine Ladehemmung. Anvisieren und feuern! Erster Schuss! Sehr gut. Schön anvisieren und Feuer! Bam, das Ding hat gesessen. Nicht schlecht. Tobi, wir brauchen weitere Bazookas hier vorne. Liegt alles hier. Sehr schön. Weiterschießen, Männer, bis der komplette Fels abgetragen ist. Wir geben nicht nach, ist das klar? Weiterschießen. Sehr gut. Tragt sämtliche Ziele ab. Los. Habt ihr noch weitere Bazookas oder nicht? Ja, Sir. Nein. Das ist doch nicht wahr. Los, ich möchte, dass der komplette Berg hier abgetragen ist. Tobi, wir brauchen noch weitere Bazookas. Schon wieder? Natürlich, wir schießen hier gerade eine Menge. Ja, okay, warte.
Los, weiter, 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 weiter. Wir brauchen nur die Bazookas. Keine Raketen, keine Raketen. Wir brauchen nur die Bazookas. Bam, habt ihr es gesehen? Da oben ist noch ein Ziel. Wer es zuerst trifft, kriegt heute Abend extra Ration beim Essen. Los, 3, 2, 1, Feuer! Was zum... Da hab ich wohl getroffen. Was? Wer war das hier? Oh. Wer von euch war das hier? Es war der Russe, es war der Russe. Russe? Es war der Russe. Bahnen schwimmen gehen! Ich hab das Ziel getroffen. Russe, du gehst Bahnen schwimmen. Ich hab das Ziel getroffen. Bahnen schwimmen, los! Ins Wasser, Russe. Ins Wasser. Wo ist der? Los! In dem Wasser. Oh. Sehr gut. Und jetzt Bahnen schwimmen. Gut, Männer. Tobi, darf ich das Luftschiff ganz kurz ausprobieren? Ich denke, es sollte funktionieren, ja. Okay, okay, okay. Leute, wir haben es auf jeden Fall geschafft. Die Jungs sind soweit ausgebildet, abgesehen von dem Russen, aber ich glaube, dass... Russe, keine Sorge, keine Sorge, keine Sorge. Das kriegen wir noch hin, okay? Du brauchst eh nur draußen stehen und auf Petrit warten, falls er rauskommt, betäubst ihn, okay? Ja, Sir. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und dann werden wir uns jetzt gleich nochmal dem Luftschiff hier widmen. So, assemblen, mount. Du fliegst gerade durch den Baum tatsächlich. Jetzt geradeaus, ja, und jetzt hoch, ja. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Tobi, das Ding fliegt wunderbar. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Aus dem Teil wird Petrit auf jeden Fall nicht ausbrechen können. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Männer? Ja? Ja, Sir. Ich habe das Gefühl, als wären wir für den morgigen Einsatz bereit. Wisst ihr, was zu tun ist? Ja, Sir. Ja, Sir. Wir werden morgen nochmal eine kleine Besprechung halten. Ich werde euch ganz genau erklären, was zu tun ist. Wichtig ist, dass wir vorsichtig vorgehen, sämtliche Beweise sammeln und Petrit verdammt nochmal lebendig festnehmen. Ist das klar? Alles falls klar, er Sir. Sich in diesem ja, Lager Sir. Aufhält. Falls er sich in dem Lager aufhält. Russell, du hast die Sprengladung vorbereitet für die Tresortür, oder? Sehr gut. Perfekt. 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 Ja. Perfekt. Leute, ja. Das war's von dieser wunderschönen Folge von Micro Empire. Schaut auf jeden Fall bei Marcel, bei Schmocki und bei Tobi vorbei. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr Daumen nach oben da lasst. Haut da rein. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Tschüss. Ciao, ciao.